Hallo meine Lieben, endlich stehe ich mal wieder selbst vor der Kamera. Ich muss mich selber erstmal wieder ein bisschen reinquatschen, weil ich ja doch lange nicht so gevloggt habe oder einfach mal losgeschnattert habe. Deswegen brauche ich irgendwie so ein bisschen Anlaufzeit gerade noch. Nein, es tut mir leid, ich war nicht faul. Ich sage ja immer, wenn keine Videos kommen, dann habe ich meistens anderes zu tun, was super wichtig ist. In diesem Fall ist es mein Studium. Und zwar machen wir gerade das historische Kostüm. Also wir haben die Möglichkeit oder wir haben eine Semesteraufgabe und die besteht halt darin, ein historisches Kostüm anzufertigen. Das ist bei mir dieses hier. Also so soll es ungefähr dann aussehen. Und daran arbeite ich ganz fleißig und habe damit so ein bisschen zu tun. Und auch so Privatleben hat man ja auch ein bisschen manchmal. Und deswegen kam irgendwie weniger, als ich mir selbst gewünscht habe. Aber für nächstes Jahr habe ich ganz schöne Neuigkeiten für euch. Aber das verrate ich euch erst im nächsten Jahr, also im neuen Jahr. Und wenn euch solche Geschichten wie zu meinem Studium und ihr fragt auch immer wieder nach der Maßschneiderausbildung interessieren, schreibt mir das weiterhin. Und ich denke, ich werde einfach im neuen Jahr versuchen, dass ich dazu mehr Videos mache tatsächlich. Also ich beantworte immer Kommentare und Nachrichten. Aber ich glaube, manche Sachen wären vielleicht für alle ganz interessant und würde sich vielleicht auch mal lohnen, dazu ein Video zu machen. Also wenn euch das historische Kostüm und wie so ein historisches Kostüm entsteht und wie das Ganze so abläuft in meinem Studium, dann schreibt mir das auch gerne. Ich dokumentiere das eh so ein bisschen. Also wir müssen das Ganze Ende Januar dann präsentieren und dafür brauchen wir halt auch eine Dokumentation und so weiter. Das heißt, das kann ich auch super gerne mit euch teilen, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten wollte ich euch einfach gerne dieses Jahr nochmal sehen, also mich auch nochmal zeigen wenigstens, weil ich irgendwie, die letzten Videos waren halt immer so kleine Do-it-yourself-Sachen, also so kleine Quick-Tipps, die halt super kurz waren. Und ich merke, dass ich gerade schon wieder total ins Labern gerate. Also klappt vielleicht doch noch ganz gut, obwohl ich mich manchmal immer wiederhole. Verzeiht es mir. Also rutscht wie gut ins neue Jahr und passt auf euch auf und bleibt kreativ. Und seid gespannt, was euch nächstes Jahr erwartet, weil ich bin es auch. Und ja, wir sehen uns dann. Ciao, ciao!